Nein. Claudio Zuccolini. Nein, Zuccolini, wir müssen darüber reden. Doch, wir müssen darüber reden. Nein, es tut mir leid, es ist ein heikles Thema. Wir müssen darüber reden. Ich weiß, es ist schwierig. Du kannst rausnehmen, meine Damen und Herren. Es ist... Haben Sie eigentlich gewusst, dass es die Pandemie schon mal gegeben hat, 1291? Gässlergrippe. Da haben wir praktisch identisch das gleiche Problem gehabt. Auch dann hatten vor allem die älteren Vulnerablen Probleme gehabt, weil die nicht mehr gut gehört haben. Sind die immer zu nahe angelassen und haben sich fürchterlich angesteckt? Was haben Sie gesagt? Das falsche Hörgerät muss das andere holen. Können Sie noch mal, ich verstehe Sie nicht, was haben Sie gesagt? Du musst Hörgerät holen vom Mittelalter, Bruno, nicht das. Hä? Holzhörrohr, das grosse. Moment, ich hol's, es hat keinen Sinn. Ist aber schon gut, wenn man nicht mehr so gut gehört. Das ist Hörgerät vom 12. Jahrhundert mit integriertem Social Distancing. Ja. Das ist es. Ist das nicht auch ein Teststäbchen? Moment mal. Ja, nein, es ist zu gross. Es ist so, definitiv. Bruno, hol ein anderes Hörrohr auch noch. Hä? Ah, Moment, Leute. Ja, genau, jetzt geht's. Bruno, bitte hol dein Hörgerät. Verstanden? 20 Minuten Pause. Nein, Bruno, nein. Du musst ein anderes Hörgerät holen. Da kommen zwei, bitte. Das zweite. Ja, ist gut, ich lasse auch einen Kaffee raus. Ja, gut, ist egal. Haben Sie gewusst, dass erst etwa 200 Jahre, im 14. Jahrhundert ungefähr, das Hörgerät zu einem Instrument geworden ist? Wissen Sie nicht? Kennen Sie den Winkelried? Den Märtyrer? Der, der bei der Schlacht bei Sempach auf einmal den Appenzellerkäse nicht mehr geschmeckt hat? Sofort hat er gewusst, ich habe Gässlergrippe. Zu seinen Kollegen hat er gesagt, Achtung, kommt nicht zu nahe ran. Social Distancing. Ja, der Anglifizismus ist dort entstanden. Und dann hat er gesagt, sorgt mir für Weib und Kind! Und hat das allererste Mal ins Hörgerät reinblasen. Das tönt noch gut. Die Habsburger sind bei dem wunderbaren Klang allnäher angekommen hören und sind reihenweise tot umgekehrt. Der Winkelried war der allererste Superspreader. Glauben Sie nicht? Glauben Sie es nicht? Ja, Sie müssen sich halt am richtigen Ort informieren, im Internet. Hören Sie, hören Sie Bruno? Der macht jetzt gerade den Faktencheck. Das Alphorn ist ja auf Gess durchgestimmt. Merken Sie es, Gessler. Und da unten ist Alphorn angewinkelt. Das ist eine Hommage an Winkelried. Können Sie es mal umdrehen? Was? Ja, das Alphorn. Weh, jetzt läuft die Spucki aus. Ja, willst du mich belusten, oder was? Jetzt ist es leer. Gessler. Schon wieder ein Faktencheck. Sehen Sie, komm rein, Bruno, da können wir ein bisschen zeigen. Wenn dann die Eidgenossen später das gespielt haben, haben sie sich immer in die schönsten Trachten gesetzt. Wir machen das hier jetzt auch mit Kleppern. Jetzt sehen wir mal, was Arosa hier oben an Gage zahlt. Mikrobudget, Kleppern. Aber es geht auch so. Bruno, komm bitte rein. Da habe ich noch ein Appenzellerlöffel vorbereitet. Sehen Sie schöne Appenzeller. Bruno, was machst du? Ich kann leider nur Retour fahren. Ja, also komm, mach keinen Seich. Komm vor uns bitte so. Bruno, hast du es bitte? Komm, so. Gott sei Dank habe ich Sensoren. Hitze glatt über den Ufer gefahren. Ja, sehr witzig, du kleiner Wicht. Hallo, wir sind auf Augenhöhe. Ja. So, stell es jetzt an ein bisschen gut. Moment schnell, rasch einparkieren. Ja, sehr gut. Wie im Actionfilm. Ja, sehr gut, bitte. Und wo hast du deine Appenzellertracht? Können Sie schnell heben? Ja. Sehr gut, ja, also bitte. Ich sage, wir können draußen abziehen. So. Wunderbar. Bist du gut? Kannst du gerade weiterheben? Nein, komm, also kannst du es selbst. Bruno, so kann ich nicht spielen. Du musst. Bruno, bitte, komm, mach kein Seigens.
So, jetzt lange es fertig, Schluss. Jetzt machen wir es. Sehr gut, so funktioniert es. Und dann haben die Eidgenossen zu dieser Zeit zum allerersten Mal zu Ehren vom Winkleriert Schweizer Nationalhymne gespielt. Nur einen Moment. Vielen Dank, Lapsus! Und wieder schauen, wieder auf!